Gute Nachricht für den KSC. Hakan Çalhanoğlu ist mit dabei nach seiner Schienbeinprellung aus dem Saarbrücken-Spiel und der überstandenen Zahn-OP unter der Woche. Markus Kautschinski hat auf zwei Positionen gewechselt. Für Silvano Farnhagen rückt Steffen Haas ins defensive Mittelfeld. Und für Kevin Akpoguma, der zur U19-Nationalmannschaft abberufen wurde, kommt auf der linken Abwehrseite Kai Schwertfeger zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für die Badener. Die Kickers aus Offenbach stehen extrem tief, verständlich nach 4 Auswärtsniederlagen in Folge. Und der KSC tut sich zunächst schwer. Es geht aber über außen und dann mit Koen van der Biesen der erste Ball in Richtung Tor nach 13 Minuten. Es muss über die Außen gehen, das Abwehrzentrum der Offenbacher dicht. Koen van der Biesen auch schon mit 11 Treffern immer torgefährlich. So langsam der KSC mit mehr Übergewicht. Die Karlsruher stören früh und dann kann es auch mal schnell durch die Mitte gehen. Hennings. Alibas, immer noch Alibas, van der Biesen, aber Stein vor dem Holländer am Ball. Etwas glücklich kommt der Ball von Hennings zu Alibas und er kommt beim Schuss nicht richtig hinter die Kugel, verzieht ein bisschen und trotzdem fehlt nicht viel für van der Biesen. Die Offenbacher tun sich schwer. Nominell nur mit Ratgeber als einzige Spitze, aber Gefahr auch von Matthias Fetsch. Erster Schuss aufs Tor von Dirk Orlishausen. Matthias Fetsch vom neuen Trainer, Rico Schmidt vom Stürmer zum offensiven Mann hinter den Spitzen umfunktioniert. Fetsch mit 10 Treffern, bester Offenbacher Schütze. Freistoß KSC, Hakan Çalhanoğlu. Aber nicht gut vom Deutsch-Türken. Nochmal Çalhanoğlu. Peitz. Mauersberger. Aber alles keine hundertprozentigen Chancen. Der KSC bemüht, geduldig zu spielen. Aber die Offenbacher bisher mit guter Abwehrarbeit und nur Abwehrarbeit. Denn nach vorne passiert nicht viel. Ecke, Alibas. Nochmal Jan Mauersberger. Auch hier fehlt einiges, aber der Innenverteidiger immer gefährlich bei Standards. Knapp 30 Minuten gespielt. Jetzt der KSC absolut Herr über das Geschehen. Die Offenbacher in der Defensive bekommen den Ball kaum aus dem eigenen Strafraum. Haas mit dem Versuch. Steffen Haas macht ein gutes Spiel, schaltet sich häufig in die Offensive ein. Der KSC im Vorwärtsgang. Und in diesem Vorwärtsgang häufig nur durch ein Foul zu bremsen. Koen van der Biesen von Kleine Heißmann gelegt. Freistoß. Nicht von Hakan Çalhanoğlu, sondern von Selçuk Alibas. 1:0. Der Biesen. Die 37. Minute. Endlich die Führung. Der KSC hat sich diesem Tor langsam, aber sicher genähert. Und Koen van der Biesen jetzt bester KSC-Torschütze. Das Dutzend ist voll. Einen mehr hat der Holländer jetzt als Hakan Çalhanoğlu. Markus Kautschinski kann mit der Arbeit seiner Mannschaft zufrieden sein. Das war in den letzten beiden Spielen nicht der Fall. Und das trotz der 17 Partien ohne Niederlage in Folge. Die Ansprüche in Karlsruhe wachsen zur Pause 1:0. Die Offenbacher zu Beginn der zweiten Hälfte mit dem Bemühen, offensiver zu starten. Matthias Fetsch mit dem ersten Schuss. Wenn überhaupt Gefahr aufkommt, dann vom offensiven Mittelfeldmann. Die Weiß-Blauen aber insgesamt mit mehr Druck als zu Beginn der ersten Hälfte. Çalhanoğlu in den ersten 45 Minuten etwas abgetaucht, aber jetzt mit mehr Präsenz. Es wird schwer für den KSC, die Lücke zu schließen, die der Deutsch-Türke hinterlässt, wenn er im Sommer zum HSV wechselt. Jetzt schon wieder knapp 10 Minuten in der zweiten Hälfte.
Und das gleiche Bild wie in der ersten. Der KSC bestimmt das Geschehen. Wieder mit Hakan Çalhanoğlu. Der ist deutlich aktiver mit dem etwas schwächeren rechten Fuß. Der zweite Warnschuss in Richtung Offenbacher Tor. Es ist eine einseitige Partie. Die Offenbacher jetzt eingekreist vom KSC. Foul in der Nähe des 16ers. Wieder kleine Heißmann. Diesmal gegen Haas. Sehr gute Freistoßposition für die Karlsruher. Aber wer wird schießen? Çalhanoğlu oder Alibas? Der zweite heute von Beginn mit einem sehr guten Spiel. Alibas. Und das ist richtig Pech. Prima über die Mauer gezirkelt von Selçuk Alibas. Da fehlen nur Zentimeter. Klasse Freistoß vom Türken. Dirk Olleshausen freut sich allerdings zu früh. Und weiter geht's. Keine Frage, wer hier und heute die spielbestimmende Mannschaft ist. Peitz, klasse auf Çalhanoğlu. Der hat viel Platz. Kuhn van der Biesen vor seinem Bewacher. Sehr gut getimt auch die Flanke von Çalhanoğlu. Die 62. Minute. Die Offenbacher nur ganz, ganz selten in Richtung KSC-Tor unterwegs. Und alles etwas ungeordnet. Nicolas Feldhahn, 20 Minuten nach der ersten Chance, kommt der Ball jetzt wieder in Richtung Dirk Olleshausen. Ecke Offenbach. Mark Stein, aber der bekommt keinen Druck hinter den Ball. Keine große Gefahr für das KSC-Tor. Keine wirklich guten Möglichkeiten für die Offenbacher. Jetzt aber der KSC mit Ruven Hennings. Der darf lang und weit laufen. Auf rechts kommt Alibas. 2:0. Die 70. Minute in Karlsruhe. Selçuk Alibas, der beste Mann auf dem Platz, krönt seine Vorstellung mit seinem dritten Saisontor. Aber auch klasse Vorarbeit von Ruven Hennings. Das müsste es doch gewesen sein für die Karlsruher. Denken sicher auch die Fans, zu souverän die Vorstellung der Badener. Aber von wegen, die Offenbacher verkürzen in der 74. Minute. Nicolas Feldhahn, der Torschütze, und plötzlich wird es noch mal eng für den KSC. Der hat aufgehört zu spielen, hat sich nach dem 2:0 zurückgezogen. Doch dann gibt es zunächst etwas Entlastung. Freistoß Alibas, Dominik Peitz, tolle Parade von Wolnikowski. Das wäre die Entscheidung gewesen, mit Kopf und Schulter Richtung Toreck. Aber auch das reicht nicht. Klasse Reaktion von Wolnikowski, die 76. Minute. Aber der KSC kann sich nicht mehr richtig befreien. Es hat sich doch etwas Verunsicherung eingeschlichen. Feldhahn. 83 Minuten gespielt. Markus Kauczynski ahnt Böses und läuft Gefahr, sich erneut zu verletzen. Er hat ja immer noch ein Handicap von einem Achillessehnenabriss. Die Aufregung beim Trainer verständlich, denn seine Jungs schwimmen gehörig. Die 89. Minute, Fabian Becker, Glanzparade, Dirk Olleshausen. Was für eine Möglichkeit für die Offenbacher. Doch der Kapitän rettet den Karlsruhern. Drei wichtige Punkte in Richtung Aufstieg.